Hallo Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paterapop, Beziehungscoach und Coach auch für viele andere Sachen in Hamburg, Berlin, in der Nähe von München. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Genau, ich sage das jetzt öfter mal, werde auch nochmal ein extra Video zu machen. Wird teurer, meine Kurse nächstes Jahr. Das betrifft vor allen Dingen so die Hauptkurse, also Modul 1, die Challenges, Modul 4. Deckt euch noch ein vor Silvester. Manche Kurse werden, passt das Preisgefüge, passt einfach überhaupt nicht mehr und manche werden deutlich teurer. Und warum und wieso, wie gesagt, sage ich nochmal in einem anderen Video. Wir wollen noch ein bisschen anders weiterarbeiten in Zukunft und ja, es ist auch nicht die Welt, aber genau, deckt euch einfach mal ein, noch rechtzeitig. Genau, heute das schöne Thema, kann man alles haben in einer Beziehung? Und das ist eine Sache, wo sich meine Meinung auch ein bisschen geändert hat. Also ich denke immer mehr, ja, man kann alles haben und ich denke immer mehr dieser Spruch, lieber Spatz in der Hand als Zauber auf dem Dach ist irgendwie... ist nicht das, was ich vermittle. So, also das ist, ich sehe mich immer so als High-Performance-Coach, also zumindest von der Zielsetzung her. Natürlich klappt das nicht immer und natürlich muss man daran arbeiten, aber ich sehe es nicht ein, warum soll man sich hier im Leben damit zufriedenstellen mit irgendwas, was man nicht richtig gut findet. Weiß ich nicht. Ich glaube, dafür sind wir nicht hier und ich sage jetzt auch ganz bewusst nicht Mittelmaß, weil das gibt es natürlich nicht. Jemand, der für dich vielleicht Mittelmaß ist, vielleicht für jemand anders genau der Richtige, die Nummer 1. Und also insofern denke ich, ja, man sollte nach den Sternen greifen, hätte ich was gesagt. Aber ja, man natürlich ist nichts auf dieser Erde perfekt irgendwie. Das ist natürlich auch klar. Aber gut, aber definieren wir mal, was heißt denn eigentlich alles? Das war eine Frage, die wurde mir Sonntag gestellt. Und also für mich heißt alles vor allen Dingen Chemie und Kompatibilität. Also es ist sowohl, dass man das Körperliche mag irgendwie, als auch, dass man sich einfach richtig gut versteht irgendwie, ne? Was ja, was wir dazu neigen zu unterschätzen irgendwie. Und also das heißt im Grunde genommen, dass man hat gern Sex mit dem Partner und man das Gefühl ist der beste Freund so, ne? Das ist, denke ich, Und ja, das ist möglich, definitiv. Natürlich gibt es in Anführungsstrichen normalen Beziehungen Sachen, die es in toxischen Beziehungen nicht gibt. Also, wenn man jetzt unbedingt drauf steht, auf Dreiecke und Lügen und Gaslighting und verarscht werden, das gibt es ja nicht. Ich sage es auch ganz bewusst, weil ich glaube tatsächlich manchmal, dass man auf so eine ganz schräge Art diese Achterbahnfahrt irgendwie manchmal auch, weiß ich nicht, vielleicht fühlt man sich da lebendig, ich weiß es nicht, aber gut, will man es wirklich noch haben? Ich glaube, viele wollen es nicht mehr. Und ja, klar, es ist natürlich, wenn man so auf Beziehungen wie ein Kokainrausch oder wie Drogen, wenn man das haben will, dann ist man in einer normalen Beziehung falsch. So, ne? Wenn man das sucht, sage ich jetzt auch ein bisschen provokant, also wenn man das sucht und meint und das auch mit Liebe verwechselt, dieser irrwitzige Ablauf, den es da gibt, ist auch egal, wer daran schuld ist oder nicht schuld ist. Also ja, wenn man das meint, das bedeutet echte Liebe, dass man sich nachts in Schlaf weint und dann wieder toxischen Versöhnungsex hat und ich weiß nicht was, das gibt es natürlich nicht in normalen Beziehungen. Soll es ja auch gar nicht geben, ne? Also wie gesagt, ist auch keine Wertung, ne? Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst so ein bisschen überspitzt, weil ich möchte wirklich, dass man Verantwortung übernimmt für das, was man macht. So. Und wenn man zum Beispiel gesündere Partner, auch gesünder jetzt keine Wertung in Anführungsstrichen, sagen wir mal bindungssichere Partner, wenn man die ablehnt, ja, dann lehnt man sie eben ab, aber da muss man auch Verantwortung übernehmen dafür, dass man eben es ist dann eben kein Zufall, dass man dann in Beziehungen geht, wo es toxisch gibt. Ja, also ist überall im Leben so, wenn ich
keine Ahnung, ablehne, mich gesund zu ernähren und keinen Sport machen, dann muss ich das akzeptieren, dass mein Körper halt nicht in Shape ist. Jetzt kann ich sagen, das ist mir wichtiger, ich will, ich habe keinen Bock, ich esse so gerne, ich will Schokolade essen, ich will Pizza essen. Muss man Verantwortung übernehmen, dann ist alles fun, ne? Dann ist man auch safe so, ne? Ja, okay, genau, es gibt's noch, wollte noch kurz sagen, Manifestations-Challenge geht los bald und die Selbstliebe-Challenge. Livestream wird es auch wieder geben, auf jeden Fall am, muss ich mal gerade überlegen, ich glaube am 21. wollte ich einen machen zur Wintersonnenwende. Haltet die Ohren steif, ich hätte echt nie gedacht, dass es noch einen Lockdown gibt. Also so im Sommer, ich dachte echt, wir sind da durch, ey. Es zerrt an Nerven. Aber gut, ist wie es ist, sage ich ja immer. Haltet die Ohren steif, versucht es euch so schön zu machen, wie es nur geht. Und ja, wir sehen uns bestimmt öfter wieder die Tage. Und schaut doch mal vorbei bei Twitch, da bin ich jetzt auch, immer sonntags 20 Uhr erstmal.